Ich habe eine Idee gehabt und denke, die teile ich noch heute mit euch. Übermorgen ist 1. August, der Nationalfeiertag der Schweiz, und ich bin zum Essen eingeladen. Ich habe versprochen, ein Dessert zu bringen. Jetzt werde ich am 1. August nicht unbedingt noch lange in der Küche stehen, und darum habe ich ein Rezept aus meiner Schublade gezückt, das ich immer wieder gerne mache, weil man es wunderbar vorbereiten kann und es wird mit jedem Tag besser. Wenn man es am gleichen Tag isst, kann man es gut geniessen. Am nächsten Tag ist es sensationell. Und wenn man sogar 2 Tage vorher die ganze Geschichte macht, dann wird man 2 Tage später runterknäulen und anbeten, so gut ist es. Es ist nämlich eine Äpfeltorte. Nicht etwa eine Äpfelweihen oder eine Äpfelkuchen, sondern eine richtige Torte mit Schichten von Äpfelschnitzen drin, die gebädelt worden sind im Zitronensaft und im Calvados, also etwas Herrliches, wo euch garantiert wird schmecken. Zum 1. August passt es noch so. Der Apfel ist ja hier eine heimische Frucht. Es gibt Äpfel, die das ganze Jahr durch die Saison haben, und ich empfehle euch, das doch mal auszuprobieren. Zuerst machen wir den Teig für die Torte. Dazu braucht es Anken, ausgekratzte Vanilleschoten, grosszügige Prise Salz, Zucker, 4 Eier, Mehl, abgeriebene Zitronenschale, Backpulver und Zitronensaft. Die Angaben wie immer hinten im Rezept. Ich mische jetzt die Sachen in der Küchenmaschine zu einem richtig schönen, geschmeidigen Teig. Der Teig ist nachher. Jetzt kann man ihn in eine Springform hineingeben. Ich habe hier eine vorbereitet, einfach mit Butter gefettet und mit Mehl bestäubt. Ihr kennt das. Und jetzt kann man ein Bödeli machen und den Rest des Teigs mit einem Löffel der Wange entlang aufziehen. Wenn noch ein bisschen Teig übrig bleibt, das wäre zu hoffen, ich habe nämlich extra ein bisschen mehr gemacht, kann man damit noch eine lustige Überraschung machen. Das zeige ich euch dann hoffentlich auch. Also, ihr seht, es ist nicht weiter schwierig. Wichtig ist einfach nur, dass eure Hände gut eingefettet sind und auch der Löffel mit Anken. Und dann könnt ihr das wunderbar so verteilen. Ihr seht, der Rand ist extra sehr unregelmäßig und hauchdünn. Das darf so sein. Ihr müsst den Rand nicht dicker machen. Denn so habt ihr nämlich mit den Angaben von diesem Rezept noch ein bisschen Teig übrig. Und dann könnt ihr wunderbar in die kleinen Einmachgläschen geben. Hier tun wir sie nur einfetten, nicht mehlen, denn es ist ja nicht wichtig, dass die Äpfeltorte hier wieder rauskommt. Man isst sie dann im Gläschen und man wird ja, das ist ja der Gag von außen sehen, was drinnen ist. Darum kein Mehl dran, nur Anken und dann hier kleine Teigbödeli machen und die auch dann nicht am Rand aufziehen, sondern nur das Bödeli lassen. So, Schluss mit dummen Säulen. Jetzt kommen die Sachen in den Kühlschrank, während wir die Füllung vorbereiten. Für die Füllung einfach den Zucker mit dem Anken und 3 Eier zu einer einheitlichen Masse vermischen, die etwas heller wird. Wenn es ein bisschen grinnt, macht es nichts. Einfach so lassen, dann kommen dann die Töpfe rein. So sollte die Masse aussehen, und jetzt gehen wir hinter die Töpfe.
Töpfe muss man einfach rüsten, also das Kerngehäuse rausnehmen und sie nachher fein schieben. Ich mache das mit der Küchenmaschine, man kann so einfach durch eine Mandoline durchraffeln. Das geht auch. Es sollte einfach kein Muss geben, sondern feine Scheiben. Damit die Töpfe beim Schneiden nicht sofort braun werden, gebe ich in eine Schüssel ein bisschen Zitronensaft. Und einen Schuss Calvados. Der wird dann nachher vom Alkohol her verdunsten. Im Backofen. Das macht also nichts wie Kinderdessert mit dessen. Die Äpfel kommen jetzt zu dem bisschen Füllmasse, die wir gemacht haben, und das Ganze wird dann gut vermischt. Und jetzt kann ich es in die vorbereitete Springform mit dem Teig füllen. Ich werde nicht alles drin geben, denn ich habe noch kleine Gläschen vorbereitet. Ein Teil davon kommt ja noch dort rein. Den Teil für die Gläschen rühre ich jetzt nochmal schnell ein bisschen in der Küchenmaschine. Ich hoffe nicht, dass die Töpfelstücke noch etwas kleiner werden. Unsere Äpfeltorte, und das sind die kleinen Gläschen. Deckel drauf, im Kühlschrank. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Es schmeckt hervorragend. Die werden es geniessen. Ich bin sicher, dass die Frau von Wilhelm Tell, nachdem der Mann Walterli den Äpfel vom Kopf geschossen hat, mit dem Äpfel so eine tolle Torte gebacken hat, haben sie zusammen die Helvetia zum Kaffeeplosch eingeladen und haben einen super Abend zusammen verbracht. Genau den wünsche ich euch allen zusammen am 1. August. Ciao zusammen.